Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu dem Video. Ihr habt es gerade schon gesehen, ich bin fleißig am Verkabeln und Lichter zu installieren. Meine Werkstatt muss ein bisschen hell werden. Und ich mache jetzt an der zweiten Werkbank hier weiter, das was ihr gerade schon ein bisschen gesehen habt. Und ja, legen wir los. Ja, ihr könnt es hier sehen, die Lampe liegt noch da. Ich habe nämlich jetzt gerade hier diese Lüsterklemme raus. Und werde das Ganze gegen Vakuumklemmen ersetzen. Weil das ist nämlich ein starres Kabel. Da kann man dann nämlich die Vakuumklemmen schön einklemmen. Und warum ich das mache, ist der Grund, weil man heutzutage keine Lüsterklemmen so wirklich im Hausbereich mehr nutzt. Ich würde sagen, wir isolieren die mal ab. Die sind so kurz, weil durch die Lüsterklemme, durchs Zusammendrücken, hat es die leider abgeschert. Und deswegen nehme ich jetzt Vakuumklemm und dann passt es wieder. Wie setzt man die Vakuumklemme ein? Man nimmt einfach die Vakuumklemme und steckt das Kabel hier rein, bis es einrastet. Rausholen, einfach anziehen. Und die beiden Erdungen müssen auch zusammen. Das ist wichtig, eine Erdung da anzubringen, weil das ist ein Metallgehäuse und deswegen braucht man da eine Erdung. Ich werde aber diese Leuchtstoffröhre noch gegen LED tauschen und da würde dann die Erdung eigentlich wegfallen, aber ich lasse dann dran. Und jetzt machen wir hier noch die Seite fest. Jo, das wäre es jetzt erstmal so im Groben. Auf die Installation gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil Strom ist lebensgefährlich und das sollen die Laie eigentlich nichts dran zu suchen haben. Und nichtsdestotrotz, ich kenne mich mit Elektrik ein bisschen aus, deswegen traue ich mich auch an die ganze Geschichte ran. So, ich habe den Spaß jetzt mal hier reingebaut. Hängt noch von der Decke runter jetzt, aber so sieht es jetzt innen aus. Also ich habe jetzt hier die Zugentlastung wieder dran gemacht. Ist wichtig, dass euch das Kabel nicht rausreißt. Wäre in dem Sinne eigentlich auch hinfällig, weil es eher an der Decke hängt oder hier am Regal. Hier die Vakuumklemme. Das Ganze ist jetzt da drin. Ein Kabel geht wieder hinten raus. Habt ihr ja gesehen, dass ich da ein Loch gebohrt habe. Den Deckel hier wieder drauflegen. Schauen, dass die Schraubenlöcher hier durchgucken. Und ja, warum das Kabel da hinten, das seht ihr ja gleich. So, ich habe jetzt hinten das Kabel rausgehen lassen, das seht ihr ja. Um diese LED jetzt hier an die Wand zu hängen, muss ich jetzt hier hinten, habt ihr schon gesehen, ich habe das schon mal abgebaut, muss ich jetzt hier in diesen Deckel ein 9er Loch bohren, dass die Kabelführung, ja, oder das Kabel da durchgeht. Und das mache ich jetzt. So, ihr seht, ich habe jetzt das hier fest, auch die Zugentlastung, obwohl die hier nichts bringt. Kann jetzt den Deckel drauf machen und das dann hier schön reinlegen. So nur reingelegt.
in das Fach. Kann man auch hin und her schieben, wie gesagt. So, die Erdung brauchen wir nicht. Die hängt hier jetzt einfach weg. Die kann man jetzt ja sich da reinlegen und nach hinten binden. Da passiert ja nichts jetzt im Endeffekt. Und jetzt müssen wir uns dann noch die Aufhängepunkte ermitteln. So, die LED hängt endlich. Die Leuchtstoffröhre hier an der Seite hängt auch. Verkabelung ist auch getätigt. Verkabelung ist hier oben in dem Schrank oben oder in dem Regal lang verlegt zum, ich sag mal, Verteiler. Jetzt muss ich es da nur noch anklemmen. Dazu muss ich den Strom wegnehmen. Ist ja Safety First. Und dann gucken wir mal, wenn ich den Strom wieder anmache, ob ich alles richtig gemacht habe. Ja, ihr habt es gerade gesehen, es war zappenduster hier innen. Ich habe den Strom jetzt gerade wieder angestellt, weil jetzt hier in den Verteiler das Kabel für die Lampen hier eingebracht habe. Das Kabel geht jetzt hier hoch. Hier oben ist es dann drinnen. Ich muss jetzt hier noch die Verkleidung wieder ran machen. Und dann geht es hier halt in den Verteiler rein. Und ihr habt es auch gesehen, die LED schaltet sofort an. Und die Lampe, weil es noch eine Halogen- oder Neonröhre ist mit Quecksilber drin. Und ja, Quecksilber ist drin. Braucht noch ein bisschen, bis das Gas dann anspringt. Und die wird jetzt auch noch als LED ersetzt. Dann habe ich diesen Raum komplett nur mit LEDs ausgerüstet. Wenn ich jetzt Videos drehe, muss ich nicht immer Angst haben, dass ich Bildrauschen drin habe. Und dann ist viel Licht schon sinnvoll. Und vor allem, wenn man jetzt nur Neonröhren nimmt, da fressen euch die Neonröhren echt Strom. Und deswegen habe ich mich für LED entschieden. Und die LEDs, was ich jetzt verbaut habe, haben ungefähr von der Lumenzahl, also die hat eine Lumenzahl von 1600 Lumen. Die, was hier oben hängen, haben 1700 Lumen. Das hier ist neutralweiß. Eigentlich habe ich hier nur neutralweiß verarbeitet in dem Raum, weil kaltweiß wäre zu klinisch und warmweiß ist wieder mehr für die Wohnung oben und es würde dann hier die Stimmung fürs Filmen halt kaputt machen. Deswegen habe ich mich für neutralweiß entschieden. Wenn euch das gefallen hat, würde ich euch um einen Daumen nach oben bitten. Wenn euch das natürlich nicht gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten geben. Ich muss natürlich noch am Schluss jetzt natürlich noch mal auf die Sicherheitsregeln hinweisen. Am Strom hat ein Laie nichts zu suchen. Nur wenn man sich auskennt, kann man daran was machen. Aber man sollte wirklich aufpassen, 230 Volt oder 400 Volt sollte man lieber die Finger von lassen, wenn man keine Ahnung hat. Deswegen habe ich euch jetzt auch nicht so wirklich im Detail gezeigt, wie wo was verkabelt wird. Weil das soll dann lieber ein Elektriker machen und ja, weil wenn auch was passiert, zahlt euch niemand was. Ja, wie gesagt, das war es jetzt im Endeffekt von dem Video und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Nächstes Update-Video ist Absaugung geplant und eventuell noch was Wichtiges für die Werkstatt, was man auf jeden Fall braucht, ist ein Verbandskasten. Den können wir uns ja selber einfach aus einem kleinen Holzschachtel bauen. Ja, ich würde sagen, habe jetzt schon zigmal gesagt, Servus. Also bis die Tage und haut rein und bleibt mir gesund.